Wir haben hier ein Gemälde von Hans Emmenegger, wir haben mehrere Gemälde von diesem Luzerner Maler und wir freuen uns außerordentlich, dass wir das nach Lausanne ausleihen können an die Hermitage für die nächste Ausstellung, die ja Ende Juni eröffnet. Ich bin jetzt froh, dass wir hier Marco Superina mit uns haben, ein Mitglied unserer Kunstkommission der Bank, weil in der Bank ist natürlich ein bisschen eine andere Situation als bei einer Privatsammlung, wie wir gerade gesehen haben, wo ein Einzelner vielleicht das Ganze prägt. Wir haben hier in der Bank eine Kommission mit mehreren Vertretern der verschiedenen Geschäftseinheiten und ich freue mich sehr, dass Herr Superina jetzt hier ist und würde eigentlich gerne ihn gerade auch mal fragen, wie das so ist, denn im Arbeitsalltag, wir haben ja für Sie im Investmentbanking der Schweiz vor ein paar Jahren eine neue Präsentation gemacht im Uetliof. Wie ist denn das angekommen bei Ihnen und Ihren Kollegen? Ja, Herr Rocker, danke nochmals, dass Sie uns damals geholfen hatten. Für uns war die Situation, dass wir ja aus einem kleineren Gebäude in ein Großraumbüro gezogen sind und da wollten wir so ein bisschen das Unpersönliche wegnehmen, vielleicht auch ein paar Akzente setzen und haben dann mit verschiedenen Mitgliedern des Teams die Sammlung besucht, verschiedene interessante Kunstwerke herausgewählt. Es war auch spannend für mich, weil ich keine Wand hatte, um irgendwas aufzuhängen. Da haben sie für mich eine kleine Videoinstallation gefunden, was doch außergewöhnlich ist, auch in Kunstsammlungen und Räumen. Und ich finde, es gibt Farbe, es lockert auf. Als es noch neu war, hat es auch Gegenstand geboten, um sich auszutauschen, was man interpretiert, was man sieht, ob es einem gefällt, ob es einem nicht gefällt. Und wie Sie ja gesagt hatten, es muss ja auch eine gewisse Neutralität bewahren. Es muss aber auch, finde ich, die Werte der Credit Suisse und die Kultur der Credit Suisse widerspiegeln. Und ich glaube, das haben wir ganz gut getroffen auch. Ja, das freut mich wirklich sehr. Und das ist ja auch wirklich für uns wichtig, also auch die Bank wirklich zu repräsentieren in unserer Sammlung. Und es ist ja so, dass wir eigentlich eine sehr alte Sammlung haben. Wir sammeln seit 40 Jahren und wir haben auch Bestände, die noch älter sind, die wir dann auch von der Volksbank zum Beispiel erworben haben, wie auch das Bild vom Wirbeltänzer. Und wir versuchen das eigentlich heute auch zu mischen. Also gerade hier am Paradeplatz kombinieren wir auch alte und neue Kunst und der Wirbeltänzer, der jetzt hier in einem Kundenzimmer noch hängt am Paradeplatz, bevor er dann eben nach Lausanne weiterreist, ist ein Bild von 1927. Und Hans Emmenegger hat ihn in einem Tag gemalt. Er hat im Tagebuch vermerkt, es war ein trüber Tag, schlechtes Licht, aber es war eine der größten Tagesleistungen, die er je verbracht hat, eben diese eine Figur, die um die eigene Achse wirbelt. Und es ist eigentlich die einzige Tanzfigur, die ich kenne im Werk von Hans Emmenegger, aber es ist auch nicht klar, ob er wirklich einen Wirbeltänzer gesehen hat in Luzern 1927. Aber man kann denken, dass auch durch die Größe vielleicht vom Bild, er sich eher auf so eine Ballettfigur bezieht. Also es gab in der Zeit vom Bauhaus, gab es auch viele Marionetten, oder so diese Bewegungsstudien. Und für Hans Emmenegger war genau dieses Thema der Bewegung ja auch das Wichtigste. Es ging ihm darum, quasi Zeit ins Bild einzufangen. Und wir haben Bilder von ihm, wo man quasi ein Tier im Sturzflug sieht, wo man dann so wie eine Filmsequenz von Murbridge so die verschiedenen Sequenzen hat. Hier beim Wirbeltänzer ist es etwas kompakter, weil der sich ja nicht bewegt. Der wirbelt um die eigene Achse, immer am gleichen Punkt. Aber eben diese Zwischenfigur, also zwischen einer quasi Marionette und lebendiger Figur, wirbelt er da permanent um seine Achse. Und auch wenn wir nicht da sind im Paradeplatz, ist der wirbelt er da immer weiter. Und eigentlich, Sie, Herr Superina, würden Sie jetzt auch ein neues Werk, würden Sie ein modernes Werk ins Gebäude, in Ihre Büros hängen, würden Sie das tun? Oder was sagt Ihnen der Wirbeltänzer jetzt vielleicht? Also ich finde es ein sehr gutes Beispiel für das, was Sie versuchen mit der Kunstsammlung zu erreichen. Einerseits wollen wir junge Künstler und die über die Zeit auch sehen, wie sie sich entwickelt. Das ist zum Beispiel, wo wir eine schöne Sammlung haben, dass man auch sieht. Ich glaube, für mich wäre es interessant, das Bild zu haben, wenn ich es dann kriege, weil es einerseits, wie ich schon eingangs gesagt habe, es führt schnell zu einem Dialog. Also als ich das erste Mal das Bild gesehen habe, da habe ich ja den Wirbeltänzer nicht gerade gesehen. Ich dachte, es sei vielleicht etwas mit einem Tierkopf, einem Plüschtierkopf. Und man kann ja vieles hineindeuten und das auch als Anlass geben, für dann ein Gespräch mit jemandem zu beginnen, ob es ein Kollege ist oder ob es ein Kunde ist. Und dann vielleicht auch das Spannende, wenn man die Auflösung hat, dass es eigentlich ein Wirbeltänzer ist und sogar ein kosakischer Wirbeltänzer, kann man sich unterhalten, ob ein Derwisch ähnlich ausgesehen hätte. Drum finde ich, wie gesagt, ein gutes Beispiel. Ich finde es auch schön, dass es so unsere Kultur repräsentiert, was wir versuchen mit der Sammlung darzustellen. Und natürlich, wenn Sie mir jetzt indirekt angeboten haben, dass ich das Bild bekommen kann, dann würde ich es gerne nehmen. Ja, gut, dann müssen wir darüber reden. Also jetzt geht es ja zum Glück zuerst mal nach Lausanne. Dann ist es für viele Leute zugänglich und das freut uns auch sehr, dass wir es da zeigen können in dieser Ausstellung.
mit vielen anderen. Wir werden auch ein anderes Werk auch ausleihen an diese Ausstellung. Und vielleicht, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie doch noch in unseren virtuellen Sammlungsraum rein. Auch da haben wir ein paar Werke gezeigt, die quasi auf einer Station, auf einer Stationspause sind, von einem Ort zum anderen, also rein virtuell natürlich. Einer der vielen Räume in diesem Virtual Culture House, das die Credit Suisse jetzt eingerichtet hat, wenn Sie Zeit haben, eben nachher. Ansonsten würden wir uns jetzt hier verabschieden und geben gerne wieder zurück nach Lausanne. Und vielen Dank, Herr Superina, dass Sie dieses Gespräch mit mir gemacht haben. Danke, ich war gern hier.